Battlefield 4 ist endlich auf dem Markt, Call of Duty Ghosts auch. Und damit wird es Zeit für einen Vergleich. Und in diesem Video schauen wir uns zuerst mal an, wie es in Sachen Singleplayer um die beiden Titel so steht. Ob Battlefield 4 oder Call of Duty Ghosts besser ist. Ja, die Handlung. Immer mal so ein spezielles Ding bei diesen Shootern. Erklär mir mal ganz kurz, um was geht's in Battlefield 4? Ja, es gibt eine Handlung. China wirft den USA vor, einen ihrer Anführer getötet zu haben. Und es bricht im Prinzip der Dritte Weltkrieg aus zwischen den beiden. Holla, ey, Überraschung, sowas gab es noch nie. Das Ganze ist aber ganz nett inszeniert, denke ich mal. Und ja, überraschungsfrei. Ja, es ist bombastisch, es gibt viele Effekte, es ist darauf ausgelegt, dass man wirklich weggeblasen wird auf dem Stuhl, aber wirklich viel Tiefe bietet das Spiel nicht. Call of Duty Ghosts genauso wenig. Die Föderation entsteht aus den ehemaligen Ölstaaten, erobert Südamerika und überrennt die USA. Und daraus einige Spezialeinheiten, die Ghosts, erheben sich aus der Asche der USA und versuchen, den Kontinent zu befreien. Und das ist wieder mal voller Pathos und wahrscheinlich Rückblenden und solchen Geschichten. Ja, es gibt Rückblenden. Man sieht, wie die Geschichte von den einzelnen Personen ist. Nicht viel intelligenter, aber mindestens genauso bombastisch. Aber Shooter brauchen keine wirklich tolle Handlung. Es geht ums Ballern und um den Action-Spaß und der ist bei Battlefield 4 deutlich cooler als im dritten Teil noch, weil die Missionen schon mehr fetzen, oder? Ja, in Battlefield 4 haben sich die Entwickler gedacht, wir bauen ein bisschen was vom Multiplayer ein. Diese Punkte zum Beispiel angezeigt. Dann gibt es so ein Befehlssystem, man kann seinen Kollegen befehlen, Gegner anzugreifen. Fühlt sich ganz gut an, ist auch besser als der dritte Teil, aber trotz einiger Freiheiten immer noch sehr linear gehalten. Auch die Fahrzeugeinlagen sind strikt vorgegeben, ne? Genau, also das heißt wirklich von Punkt A zu Punkt B, zwischendurch ein bisschen Mohun abschießen und dabei bleibt es auch. Aber natürlich nach Battlefield-Manier sehr spaßig, die Fahrzeuge sind einfach gut gemacht. Ja, Call of Duty, wieder sehr linear dieses Jahr. Black Ops 2 hatte ja letztes Jahr einige Freiheiten, man konnte sogar Entscheidungen treffen. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Ghost ist wirklich strikt linear. Es gibt einen Faden und dem muss man folgen, mehr nicht. Es gibt aber viele Fahrzeuge und zwar sehr unterschiedliche, sogar mehr als in Battlefield, was man so nicht erwartet. Man darf mit einem Helikopter fliegen, man darf Panzer fahren, man darf immer wieder Sachen fernsteuern, unter anderem ein Hund oder den Hund mit Namen Riley. Der auch sehr nett vorgestellt wird. Euer Kumpane, er begleitet euch immer wieder. Interessanterweise irgendwie sehr witzig, diese Fahrzeugsequenzen. Nur dumm, dass sie halt nur auf den Singleplayer beschränkt sind. Das ist auch eigentlich völlig absurd, ne? Aber dafür sehen sie ganz schick aus, muss ich sagen. Aber sind natürlich auch wieder so ein bisschen schimpansenmäßig, weil sehr simpel. Ja, sie sind sehr simpel, aber man hat ein bisschen Freiheiten und sie sind sehr viele an der Zahl. Battlefield 4 ist zur Hälfte mindestens auch einfach ein Showcase für die Frostbite 3 Engine und die kann schon einiges, muss ich sagen. Das Spiel sieht fantastisch aus, wenn man den richtigen Rechner dazu hat. Man wird mit Effekten überworfen, Partikel, alles Mögliche, was es heutzutage zu bieten gibt, das gibt es in Battlefield 4 und der Frostbite Engine. Und natürlich auch wieder ein bisschen Zerstörung, wobei das im Singleplayer auch eher so, naja, vorgegeben ist. Ja, es gibt's in Skriptsequenzen und einige Mauern gehen kaputt, aber dabei bleibt's auch. Und Gegner. Hier sieht man übrigens auch nochmal diese Geschichte mit dem Befehle geben im Singleplayer. Das gehört auch so ein bisschen zur Inszenierung dazu, dass sehr viel so Kriegsatmosphäre oder Schlachtfeldatmosphäre auch wirklich aufkommt. Was mich bei Battlefield immer so ein bisschen stört, ist, dass einfach fast zu viele Effekte teilweise sind und die Übersicht so ein bisschen leidet drunter. Ja, das kann man im Singleplayer schon sagen. Dazu muss aber noch gesagt werden, der Sound ist wieder fantastisch, sogar noch besser als im Vorgänger. Also man wird von allen Seiten weggeblasen mit Schüssen, Explosionen, allem Möglichen.
Ja, Call of Duty Ghosts sollte ja eine neue Engine bekommen. Jetzt hat Infinity Ward zugegeben, ganz so neu ist sie nicht. Das merkt man auch. Aber es sieht besser aus. Es hat einige Next-Gen-Effekte eingebaut. Im Moment hat die Version vor allem für PC aber mit einigen Problemen zu kämpfen. Es ruckelt, es läuft nicht flüssig, man kann, naja, bis auf diese Sequenz, die sieht sehr gut aus. Es muss allerdings auch nicht viel berechnet werden im Weltall. Das ist so die beeindruckendste. Ansonsten, wie gesagt, wenn viel auf dem Bildschirm los ist, dann bricht es momentan ein, selbst auf sehr guten Rechnern. Auf Konsole dafür läuft es mit 60 Frames. Allerdings mit dem Haken, dass die Xbox One nur 27p darstellt, die PS4 1080p. Auf den Current-Gen-Konsolen sieht es eigentlich aus wie Black Ops 2. Und damit ordentlich, aber eben nicht beeindruckend. Und damit geht unser Vergleich eigentlich so ziemlich unentschieden aus. Beides coole Spiele, die aber mehr Spieler noch deutlich mehr können. LOS with the crew of Odin.